ich weiß, ich sehe noch übel verschlafen aus, also ignoriert es einfach. Ich habe mir gerade einen Osterfladen und Kaffee geholt und schaue jetzt noch die erste Vorlesung weiter. Ich habe auch nur die eine Vorlesung heute. Ganz entspannt eigentlich. Und ich bin einfach noch so müde, Leute. Ich sag's euch. So, ich habe mich gerade für so Tutorien eingetragen, weil das müssen wir machen. Im Laufe unseres Studiums, ich bin jetzt im dritten Semester und ich dachte, ich nutze das jetzt mal, dass noch alles online ist, weil ich habe keinen Bock, so ein Tutorium vor Ort zu machen. Ich habe mich da jetzt mal beworben, mal gucken, ob ich genommen werde. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe da nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt, aber muss ich halt eh irgendwann machen, deswegen mache ich es mal jetzt. Und ich muss jetzt mal in Australien Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist so eklig, Leute. Ich schwör's euch. Aber das nehmen wir jetzt mal zusammen. Und dann gibt's einen neuen Kaffee. Boah, Mann, das Zeug ist so eklig. Aber mittlerweile das ist mir ganz so eklig, man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Wir mussten zwischen gestern und... Ich habe die drei Puddings oder Joghurts gekauft. Ich probiere den jetzt mal, aber ich bin gespannt. Ich habe die alle noch nicht probiert. Das ist beides Vanille und das ist also Schoko. Alles ohne Soja. So, ich habe jetzt noch so Bananen rein. We're gonna do a leg test. Voll die nice Konsistenz auch. Schmeckt echt richtig gut. Auch nicht so süß. I can recommend. Wir haben auch noch veganes Ben & Cherry gekauft. Voll geil. Also habe ich noch nie gegessen. Bin ich auch mal gespannt. Hier schmeckt richtig vegan hier alles, obwohl ich gar nicht Veganerin bin. Ich bin eigentlich Vegetarier, aber ich will nicht so viel Milchprodukte essen. Deswegen finde ich es ganz gut. Ich habe mir online so von Giorgio Armani so Proben zukommen lassen. Also konnte man kostenlos bestellen. Voll geil. Die wollte ich mal ausprobieren, diese Foundation. Und da kamen jetzt voll viel Proben, weil voll viele die ja so nice finden. Und ich bin mal gespannt, bevor man sich die kauft. Das ist halt voll cool sowas. Also, I have to say, es ist eigentlich ganz geil, das Eis. Aber da ist halt Karamell drin und ich mag kein Karamell. Verstehe ich auch nicht, warum die das da reingemacht haben. Aber so der Rest ist halt wie ein Cookie Dough Eis. Das ganz normale. Also das ist ja hier das vegane Eis. Ohne Karamell wäre es so nice. Aber ich mag halt kein Karamell. Deswegen würde ich ihm eine 6 von 10 geben. 6,5 von 10, ja. Wenn es kein Karamell hat, also das normale Cookie Dough, hat vielleicht bei mir echt eine 10 von 10. Oder 9 von 10. Ah ja, normale Cookie Dough hat 9 von 10 und Cookie Dough und Brownie hat 10 von 10. Okay, ich ändere meine Meinung. Ich gebe ihm eine 4 von 10. Ich finde es doch nicht so geil. 4 von 10, 3 von 10, also... Heute habe ich meine erste Vorlesung erst um 10 und jetzt ist gerade noch 8 Uhr. Ich bin heute so um 7:45 aufgestanden. Genau, ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen, weil wenn man das gleich macht, bevor es eskaliert, dann kann es gar nicht eskalieren. So, räume ihr Zimmer auf, if you're watching this. Friends, es regnet einfach Globulis. Seht ihr das? Also, Raupeln. Aber das sieht aus wie Globuli. Ach, es hat einfach geschneit, gell? Ich will es doch einfach nicht mehr. Ich habe der kleinen Maus gerade Nassfutter gegeben, aber das will sie nicht. Sie wollte ihr Trockenfutter. Wow. Friends, ich habe jetzt meine erste Vorlesung gerade. Ja, kein Bock. Ich habe mir gerade, die ist auf Englisch. Ach, aber ich bin mal gespannt, weil mein Englisch ist so schlecht geworden. Hoffentlich wird es besser. Diese Dings habe ich mir gerade drauf gemacht. Das ist so eine getönte Feuchtigkeitscreme.
Creme, glaube ich. Und es gibt irgendwie der Haut so ein gesundes Finish. genau. Finde ich echt ganz gut. Dann schaut man nicht mehr so tot aus. Also meine Pickel deckt es halt nicht ganz ab, aber man sieht schon besser aus. Was ist hier kommen? Okay. Ein kleines Päckchen und ein großes Päckchen. Das ist für Nina. Und die sind auch für mich. Die sind für Thomas. Ach so. Und das ist für Julia. Aha. Nina hat was hierher bestellt zu mir, weil man es irgendwie nicht zu ihr bestellen konnte. I don't know. Das ist von Kuro Drogerie, werden wir mal Taste-Test machen. So, wir tryen jetzt mal den Pudding. Ich habe ihn mal da reingetan. Ich will ihn dann noch mit Himbeeren essen, aber ich tryen erstmal so. Yum, yum, yum. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ist halt echt wie ein Pudding. Schmeckt ein bisschen anders, aber eigentlich ganz gut. Also jetzt nicht original nach Pudding, weil der andere gestern, der hat, also der dunkle, der hat schon richtig original geschmeckt. Er schmeckt ein bisschen anders, aber auch gut. Leute, wisst ihr, was angekommen ist? Und zwar haben mich auf Instagram welche angeschrieben. Voll komisch, weil ich bin ja nicht bekannt oder so. Ob ich deren Akne-Produkt testen will. Und das probiere ich jetzt mal aus. Also, da klebt man sich so Patches ins Gesicht oder halt an seine Problemstellen. Lässt sie dann drauf und dann schickt man die wieder ein. Dann werten die das im Labor aus und sagen dir dann so, was deine Haut braucht. Und schicken dir dann Produkte. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich bin richtig gespannt. Ich finde es so komisch, dass die einfach mich gefragt haben. Also mal gucken, ob das überhaupt was kann oder ein Schmarrn ist. I will tell you. Jetzt hier. 10 Minuten. So? Okay, anspannen und was jetzt? Und jetzt hin und her. Und jetzt schon. Jetzt den hier, oder was? Ja. Also links, Rechtshänder machen viel meistens nach links. Okay. Immer in die andere Richtung. Das wollte länger bis erst zu bringen. Ja. Po anspannen, Bauch anspannen. Ja, und wie halte ich die Bewegung? Oh! Das war jetzt aber schon. Ja, aber du wackelst trotzdem noch im Oberkörper. Ja, aber ich meine, das war jetzt ja hundertprozentig gestaltet. Ja. Guten Morgen, Friends. Ich habe jetzt gleich meine erste Vorlesung. Es wird schon 10. Machen wir jetzt noch schnell ein Profi. Und dann let's go. Hier bin ich heute übel müde. Es hat heute einfach schon wieder geschneit. Geschneit. Auf jeden Fall habe ich keinen Bock mehr auf Schnee. Ich will Sommer. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Es ist ja erst 9 und noch nicht 10. Aber noch eine Stunde Zeit. Man merkt, ich bin noch im Träumeland. Lol, in der Vorlesung gerade redet sie einfach von Love Island. Also der Produktion von Love Island, Temptation Island. Richtig funny. Irgendwie voll interessant. So, die Vorlesung ist jetzt vorbei. Und die war echt ganz interessant. Es ging da so um die Kalkulation von so Medienprojekten, so Serien und so. Ganz interessant. Jetzt backe ich einen Tortenkuchen. Würde ich erstmal die Karotten schälen und dann reiben, habe ich schon angefangen. Also, genau. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber ich bin ja im 3. Semester jetzt. Seit meinem 1. Semester hier, also was heißt hier, aber an der Hochschule, war alles online. Also ich hatte noch nie richtige Präsenzvorlesungen. Ich habe davor ja ein Semester BWL studiert. Da war noch alles normal. Das hat mir auch voll getaugt. Also das Studium an sich, also die Leute, nicht die Fächer und so. Aber genau, ich habe ja gewechselt dann, weil ich das von Anfang an eigentlich studieren wollte.
Und seitdem ist alles online. Juhu. Also, der Kuchen ist jetzt im Ofen. Der braucht jetzt noch ein bisschen. Bin mal gespannt. Es kommt jetzt einfach gleich der Heizungsbauer. Meine Mama muss jetzt in die Arbeit. Und ich, weil unsere Heizung ausgelaufen ist und ich muss mich jetzt darum kümmern. Ich kenne mich damit doch nicht aus. Ach, wenn ihr mich irgendwas fragt, gell, Leute, ich hasse sowas. So, this is how it looks like. Ich habe hier so ein Stichlöcher, weil ich das getestet habe. Aber sieht ganz gut aus. So sieht der Kuchen jetzt aus. Hab da noch ein Frosting drauf gemacht aus Frischkäse, Butter und Puderzucker. Aber nicht zu süß. Und yes, nice. Ja, also ich warte jetzt immer noch auf den Heizungsmensch und schaue währenddessen Hundeprofi. Sollte eigentlich um 11 kommen, jetzt ist es 2. Ich weiß auch nicht, ob der heute überhaupt noch kommt. Aber ich warte jetzt einfach mal hier unten. Die Brigitte ist gerade gekommen und jetzt haben wir das Paket mal ausgepackt. Und hier ist ganz viel cooles Zeug drin. Und we're gonna ich teste mal. Was ein paar Sachen ist. Gefriergetrocknete Erdbeeren sind das und gefriergetrocknete Himbeeren in Schoki. Taste Test. So, der Himbeers. Oh, cool. Mit Joghurtgeschmack. Ist geil. Aber man schmeckt gar nicht so viel von den Himbeeren. Die sind so klein. So viel Schoki. Und von innen aus. Schon dicke Schokischicht. Aber geil. Und oh no. Not juicy. Okay. Ja, bro. Stößchen. Aber lecker. Schmeckt sehr gesund. Ich stehe auch. Ah, doch, schmeckt gut. Aber muss man auf jeden Fall Kaffee dazu trinken, weil es ist echt trocken. Ja, aber es... I like. So, ich bin jetzt wieder bei The Big. And we're watching Love Island. Juhu. Good morning. Today is Friday und heute habe ich die meisten Vorlesungen. Letzten Tage hatte ich immer nur eine und heute hätte ich eigentlich 3. Aber eine fällt aus, deswegen habe ich nur noch 2. Genau, die erste ist um 11.45 Uhr, jetzt ist kurz vor 10. Ich habe mir gerade Kuchen gemacht, also gemacht, lol, geholt. Zum Frühstücken, Kuchen zum Frühstück. Und ich habe gerade die Absage für ein Tutorium bekommen, richtig madig. Weil dafür bekommt man auch ECTS. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich mache. Weil ich habe dieses Semester einfach zu wenig ECTS. Ob ich jetzt einfach so lasse oder noch irgendeinen Kursbeleg. Muss ich jetzt mal schauen. Manu. Wow, heute fällt noch eine Vorlesung aus. Yay. Jetzt habe ich nur eine Vorlesung. Also heute fallen es 2 aus. Jetzt habe ich heute auch nur eine Vorlesung. Von 14:45 bis 3:45. Auch nur eine 1,5 Stunden Vorlesung. Irgendwie witzig schon, wie das alles ausfällt. Also ich habe es nochmal geschaut und diese Woche haben schon ein paar so Gruppeneinschreibungen begonnen bei manchen Vorlesungen, also wo sie so Gruppen bilden müssen. Und bei mir überschneidet sich dann auch manches, wenn ich jetzt auch was dazu wähle. Deswegen glaube ich, mache ich dieses Semester einfach weniger ECTS. Ist zwar blöd, aber mein Gott, es ist auch Sommersemester, kann ich ein bisschen mehr chillen, so in der Sonne und so, habe ich nicht so einen Stress. So im Winter kann man dann immer ein bisschen mehr machen, aber im Sommer ist halt nice, wenn man das Wetter nutzen kann. Yes! Boah, und heute kommt meine H&M-Bestellung, ich freue mich schon. Wie witzig, Leute, gerade kamen einfach die Ergebnisse von diesem Akne-Test, von diesem Hauttest, den ich gemacht habe, wo ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe, dass ich es wieder eingeschickt habe. Und die Ergebnisse sind einfach, dass meine Haut richtig gut ist, dass ich keine Mikroentzündungen habe, der Verhornungsprozess ist super, Talgproduktion ist sehr gering, die Aknebakterien auf meiner Haut sind sehr gering, Feuchtigkeitsgehalt ist super. Wieso habe ich dann so diese Kacke hier im Gesicht?
Lol. Jetzt brauche ich diese Produkte von denen halt auch gar nicht benutzen, weil... Also, weiß ja nicht, was das bringen soll. Ah, okay, in der Mail steht sogar, dass die Produkte jetzt schon auf dem Weg zu mir sind. Und eigentlich ganz interessant, so, hier steht halt damit... Also ich kann es euch mal zeigen. Hier die ganzen Werte sind halt richtig gut bei mir. Und Mikroentzündungen, damit das auch so gut bleibt, kriege ich halt diese Stoffe, damit das so gut bleibt, das. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das was bringt, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum mir meine Haut so gut ist anscheinend, dass ich dann so viel Pickel in meinem Gesicht habe. Merkt man halt wieder, dass es einfach eine scheiß Krankheit ist, ne? Und nicht an Bakterien oder sonst was liegt. H&M ist jetzt da. Das ist ein Schlafanzug, der war voll lang ausverkauft. Jetzt habe ich ihn endlich. Ich probiere ihn gleich mal an. So sieht der jetzt aus. Ich finde den voll pretty. Ich wäre voll gerne ein Mädchen, das immer so schöne Schlafanzüge so zum Schlafen anzieht und so. Ja, aber ich habe halt noch gar keinen einzigen Schlafanzug. Ich schlafe halt immer in irgendwelchen T-Shirts. Und jetzt fängt es an, dass ich endlich mal in schönen Sachen schlafe. Weil irgendwie fand ich sowas voll schön. I don't know. So, ich bin jetzt mit der Vorlesung fertig. War nicht so spannend. Aber jetzt ist auch schon die erste Semesterwoche vorbei. Da ist echt nicht viel passiert. Genau, falls es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Heute passiert auch nicht mehr so viel, also das Übliche halt. Ich fahre wahrscheinlich noch zu Nina oder so, wir schauen Love Island oder irgendeinen anderen Stuff. Und dann, ciao, ciao!